Oh, das ist schön. Das wird richtig wohnlich hier, dieser... Das ist ein Wohnklotz hier. Dankeschön. So. La la la. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen Holz schlagen gehen. Da nehme ich mir nochmal eine zweite Axt mit. Oh yeah, das ist ein cooles Spiel. Kennt das einer von euch? Vielleicht nicht. Na gut, vielleicht doch, aber bin ich mir nicht sicher. Hallo? Hallo? So, holen wir uns, komm, wir holen uns das Eisen hier. So, ich denke mal, das Eisen wird irgendwie, wird nicht sehr selten. Huch, Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Wird nicht so selten, weil durch die neuen Map Generator, oder durch den neuen Map Generator, sind die Welten alle mit Eisen nur zugeschissen. Um es mit den Worten, mit den poetischen Worten von Gronkh zu sagen. Dass man da wirklich, glaube ich, keine großen Probleme haben sollte. So. Du. Einmal außen rum und da haben wir noch mehr Leben. Hey, wir können uns eine riesengroße Lehmhütte bauen. Können wir irgendwann machen. Ich möchte auch mal nach da oben hier. Aber nur um zu gucken, was da ist. Bestimmt kommt gleich von irgendwo ein Creeper angescheißert und jagt uns einfach mal in die Luft. So, weil er das ganz lustig findet. Ich weiß gar nicht, warum die... fick dich. Ja. Warum die Sumpfgebiete irgendwie so eine komische Farbe haben. Die sind irgendwie viel heller als die Standardgebiete. Eigentlich wäre hier auch ein geiler Ort gewesen, ne, zum Bauen. Gut, jetzt haben wir da drüben so unsere kleine Hütte. Wir können auch auf dieser Seite noch eine Hütte bauen. Ist ja alles nicht endgültig. Aber erstmal ist da drüben unser Haus. Beziehungsweise unser Bett. Haus kann ich das nicht nennen. Ist einfach nur unser Bett. So, komm. Das bisschen Eisen, da möchte ich auch gerne haben. Schon mal. Ne? Weil anfangs ist natürlich das Eisen noch ganz, ist ja noch eine Rarität hier. Später, wenn man da einmal... in eine Höhle gegangen ist, ja, wird es dann, glaube ich... toll. Hat man so viel... eigentlich schon. Huch, hat man eigentlich so viel Eisen, dass man da wirklich... Wenn ich mir da nur in meiner anderen Welt da überlege, ich habe einen ganzen... Also, na gut, ist nicht komplett voll, die Doppelkiste da, aber auf jeden Fall eine einzelne Kiste habe ich schon voll und ich habe... Weiß ich nicht, waren zwei Höhlen. Allerhöchstens. Die waren beide nicht so die Riesenklopper. Das eine davon war auch eigentlich überwiegend ein Minenschacht. So. Lala. So. Ich finde diesen Auto-Switch-Mod wirklich sehr praktisch, muss ich sagen. Was auch ganz gut ist hier, wir können uns direkt Lian holen. Finde ich auch schön. Da haben wir noch ein paar Saplings. Kann man ja alles gebrauchen, ne? Vor allem da drüben, da wir kein Holz haben. Oder noch, ja, Holz haben wir ja, aber keine Bäume. So wirklich. Warum gehe ich eigentlich schon weg? Ich wollte Holz sammeln. Und wir haben noch Zeit. Kloppe ich hier aber mal alles um. Aber das ist hier auch gar kein Sumpfgebiet, wenn ich das so richtig sehe. Das sind einfach nur irgendwelche Bäume mit so einem komischen, hier mit Vines, die hier runterhängen. Sumpfgebiet ist es gar nicht.
Dafür ist das viel zu tief hier alles. Ich weiß ja nicht, woran, ob man, ob die Sumpfgebiete wirklich nur diese Vines haben. Oder ob die auch wirklich irgendwas Spezielles noch haben müssen. Weil eigentlich war das so, dass die Sumpfgebiete flaches Wasser hatten. Einzelne Inseln, ja, so ungefähr. Genau, hier, das ist Sumpf. Hier ist Sumpf, genau. Und diese Dinger. Eigentlich auch grünes Wasser, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das ja auch ein Bug an an Version 1.0. Könnt ihr ja mal sagen, falls ihr auch so eine, ja, nicht Probleme, aber irgendwie sowas, ja. Falls es bei euch auch so ist. Weil ich habe das auch mal mit anderen Texture Packs, also mit dem Misa Normal oder mit Minecraft Normal. Die sehen immer so aus. Also sind immer so hell. Ja. Keine Ahnung. Stört mich eigentlich nicht. Um ehrlich zu sein. Ja. Oh, hier geht's ins Wasser. Hey! So. 64 und 2. Damit können wir uns doch schon mal ein etwas größeres Häusli bauen. Das machen wir aber, glaube ich, erst. Oder? Nee, doch nicht. Oder? Hm. So, ich finde, Pilze brauchen wir nicht unbedingt. Also, besonders nicht die braunen. Damit kann man zwar schöne Pilzsuppen machen, aber hey, komm, die sind so schlecht. Die heilen extrem wenig und man kann sie nicht stacken. Das ist richtig schlecht, finde ich. Gut, ich weiß nicht, ob man sie jetzt stacken kann. Ich möchte ja nicht unbedingt was Falsches erzählen. Aber ich finde sie schlecht. Aber schlecht sind sie auf jeden Fall. Das hatte ich mal. Habe ich mal ausprobiert. Die heilen, heilen nicht so viele Hungerpunkte. Und das letzte Mal eben, als ich die hatte, das war glaube ich in der 1.9 Pre-Release, weiß ich nicht was, da konnte man sie nicht stacken. Ich weiß nicht, ob die das gefixt haben, ob die das geändert haben oder ob das geblieben ist. Ich benutze halt selten diese komischen Suppen. Warum renne ich hier eigentlich so ziellos durch die Gegend? Ich will Holz sammeln. Ich sollte mich vielleicht aufs Holz sammeln konzentrieren. Während im Hintergrund ein bisschen Super Meat Boy Musik dudelt. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Oder die Musik geht. Weil die andere, nicht die andere, sondern der meinte 25 Minuten. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Weil als ich das erste Mal gehört habe, also durchgehört habe, da waren es nur 3 Minuten oder so. Keine Ahnung. Ey, 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 ey. So. Da haben wir noch ein paar Saplings. Wunderbar, wir können uns gleich... Wir haben einen riesen Wald, ey. Wunderbar, das ist toll. Na, na, na. Na, na, na. Natürlich dürft ihr auch jederzeit, in die Kommentare schreiben, was ich denn noch bauen soll. Oder falls ich irgendwas gebaut habe und euch das nicht gefällt, könnt ihr das natürlich auch schreiben. Aber am besten dann konstruktive Kritik und nicht irgendwie so, sieht total scheiße aus, macht das weg. Sondern einfach, ja, sie ist eine tolle Idee oder so, aber macht das doch so und so. Ja. Oh, Eisen. So, diesmal nehme ich auch wenigstens auf. Eben habe ich nämlich ein Let's Test, 60 Minuten, das heißt eigentlich eine Stunde, wollte ich eigentlich aufnehmen von DC Universe. Da war die ganze Zeit, waren die Frames die ganze Zeit irgendwie so rosa oder so.
Und ja, keine Ahnung, normalerweise sind die halt gelb und wenn ich aufnehme, eben rot. Ja, und dachte dann halt, ja, okay, rosa hat dann eine andere Farbe einfach, war bei 4.3 zum Beispiel auch so. Da war das auch nicht rot, sondern da war das auch eine andere Farbe. Ich weiß nicht genau, welche Farbe das da war. So, wir gehen mal eben durch. Ziehen mal eben hier. Gehe ich hier durch? Ist das sicher? Nee, ich glaube, das ist nicht wirklich sicher, oder? Aber ich sollte mich beeilen. So. Auf jeden Fall dachte ich halt, ich nehme auf und bla bla, abgezockt und so. Eigentlich auch fertig und dann sag ich, habe ich verabschiedet und alles und drück dann auf den Knopf und sehe dann auf einmal, hey, what the fuck, sind die Frames auf einmal rot. Drück nochmal, sind gelb. Hm.